Marty McFly meldet sich zurück aus dem DeLorean. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal Reloaded. Wir haben das letzte Mal ja schon eigentlich ganz gut angefangen, sind auch so halb gut vorangekommen. Ein paar Konzepte mussten wir halt verstehen, um weiterzukommen. Wie zum Beispiel das, wenn wir Sachen aus der Zukunft in die Vergangenheit nehmen, das aus der Vergangenheit einfach nicht davon betroffen ist. Aber wenn wir die Vergangenheit verändern, verändern wir damit ja auch die Zukunft. Das macht ja Sinn. Aperture Science proudly presents the triple portal device. Jo, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und pick it up. Nee, auf keinen Fall. Ich kann jetzt Zeitportale. Oh. This marvelous device will allow you to place three different portals. For now, however, to introduce you to the concept of portals in different timelines, das sieht richtig gut aus. Jetzt muss ich dir auch noch setzen. Aber Leute, wir haben ein Fadenkreuz. Das habe ich ja im Portal 2 so sehr vermisst. Da drüben können wir ein Zeitportal. Ersetzt es halt automatisch. Ich würde gerne darüber. Oh. Warum sollte ich jetzt in die Vergangenheit reisen wollen? In die Zukunft. Will ich gar nicht. Oh doch. A portal placed in the present will appear on the same surface in the future. Das sehe ich auch so, Mister. OMG. A portal placed in the future will not override its existing location in the present. Was? Good. Thinking in four dimensions means not only knowing where to place your portals, but also when. Ja gut, also das war nicht der Deal, Ansagerstimme. Manly Gladys. Oh, wir schießen jetzt auch, egal wie wir schießen, immer nur weiß. Müssen wir hier durchcrouchen? Oder hier? Maybe? Ich habe keinen Plan. Nee, habe ich nicht. Nee, wir müssen schon... Melden können wir aber nicht. Ich kann ja auch kein Zeitportal. Bitte, bitte, was? Komme ich hier durch? Hier durch? Oh. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich da nicht durch... Da kann ich ein Portal setzen. Ich habe keine Ahnung, ist das das Richtige? Ja. Boah, die haben auch richtig schöne Outline bekommen. Ugh. Und wir sind in der nächsten Testkammer. Time Portal only. Please ignore that. The decay of this facility over the past 20 years may have caused the destruction of some portal surfaces. Try to find a way around this. Hier ist zu. Mhm. Warte, ich kann in der Vergangenheit, wenn ich hier ein Portal setze, dann ist es in der Zukunft. Da. Ich krieg Kopfschmerzen. Hier können wir noch ein Time Portal setzen. Oh Gott, Leute, was tue ich wieder? Warte, in der Vergangenheit kann ich keine Portale. Aber in der Zukunft kann ich doch nochmal. Kann in der Zukunft Portale setzen? Aber in der Vergangenheit sind sie an. Oh mein Gott. Ich kann jetzt wieder so machen. Oh, wir sehen anders aus als normalerweise. Aber ich kann jetzt immerhin eine Stunde lang im Kreis laufen. Wow. Hier droppen wir mal hier down. So. Hier können wir ein Zeitportal machen. Wollen wir nicht hier rüber? Ich hab doch jetzt aber in der Vergangenheit. Warte. Hier war ich noch nicht. Hey, warum kann ich denn? Oh, weil die Fläche existiert nicht. Ja, aber warte mal, ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht Portale durch die Zeit öffnen, oder doch? Ah, nee.
gesagt, dass das einfach wird. Nee, macht auch keinen Sinn. Ich muss hier rein. Oh, wenn ich... Stopp, stopp, stopp. Wenn ich hier rüber gehe. Dann... Into the future. Ist das Portal... Warum ist das Portal denn weg? Weil das die Vergangenheit ist. Also die Gegenwart. Ich kann da kein... Ich kann da so oder so kein Portal setzen. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ja? Nicely done. Take note. Because time portals exist in exactly the same location in both timelines, they can only be placed on surfaces which are intact in both the present and the future. Das habe ich verstanden. Wenn in der Zukunft was kaputt ist, ist es kaputt. This next chamber will involve the concept of momentum-based traveling through portals. You go in fast, you come out fast. Ja, ja, das weiß ich. Aber... Das geht auch durch Zeit? Touching the material emancipation grills will cause any ordinary portal to fizzle. Time portals are not affected. If a portal mein Gott, was? The present, it will also close in the future. So think about where and when to pass through them. Ja, wenn denn wer passt. Warte mal, ist mir egal, ich muss hier hin. Oh, und dann jump ich hier down und dann... Bam! Was? Ist das ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Hä? Ich komme da nur so ganz weird raus. Ich muss da so reinhüpfen, von hier also. Okay, das war weird. Ja, und dann hier rüber feuern. Aber was hat denn das jetzt mit Zeit zu tun, außer dass ich einmal in die Dings musste? Ich habe nicht genügend Speed. Und ich habe gerade wieder das Portal da nach drüben gelöscht. Ich muss... Kommt aber nicht. Nee. In der Zukunft ist das alles einfacher. Oder? Warte, wenn ich in der Zukunft kann ich doch nochmal Portale... Wo sind jetzt die Portale? Die Portale sind weg, weil ich bin... Okay. Aber ich kann auch das setzen, das ist doch in der Zukunft dann auch hier. Ja. Und wenn ich in der Vergangenheit das hier setze, dann in die Zukunft gehe. Doch. Hier, zack. Aber woher bekomme ich ihn? Nee, nicht ganz. Ich muss ja da. Ja, gar nicht droppen. Oder? Ich muss ja da rein. Hä? Warte mal. Ich versuch's mal. Nee. Auf keinen Fall. Okay, das ist schwerer, als ich dachte. Sehr viel schwerer. Also. Ich feuer mich jetzt da rein. Zack. Das löscht mir die Portale. Und dann gehe ich ins Jetzt. Wenn ich die Portale im Jetzt setze. Studieren. Das ist eine Kopfsache. Dann sind die Portale jetzt noch da. Aber was bringt mir das, dass ich jetzt hier oben bin, da ein Portal habe? Ich
brauche hier ein Portal. Aber ich komme hier ja nicht durch. Wie soll ich denn hier hinkommen, ohne einmal meine Portale zu zerstören? Jetzt kann ich mit doppelter Geschwindigkeit mich hier rüberfahren. Ich brauche aber hier. Hier brauche ich ein Portal, ja? Und dann muss ich von hier kommen. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn für mich. Ich habe Kopfschmerzen. Höre ich mich denn hier rüber und... In der Zukunft habe ich doch auch nur... Nee, da habe ich nur zwei Portale. Da fehlt mir jetzt das hier. Aber ich kann doch jetzt in der Zukunft... Warte mal. Natürlich, wenn ich... Nee, ich komme hier nicht hin. Dieser Weg ist mir... Oh, wie cool, so kleine Aperture-Logos als Ecken. Ich komme hier nicht hoch, ohne dass meine Portale gelöscht werden. Ich muss hier stehen. Und da hinten ein Portal gesetzt haben. Aber... Das ist hier, so wie hier, jedes Mal nicht da. Da fehlt es und hier fehlt es. Also hier ist es immer da. Das heißt, ich komme da nicht durch, ohne dass meine Portale gelöscht werden. Wir gehen nochmal kurz hier runter. So dumm. Ich kann doch in der Zukunft die Portale anders setzen als in der Vergangenheit. Das heißt, ich setze in der Vergangenheit hier ein Portal. Ja, und hier ein Portal. In der Vergangenheit. Ihr wisst, was ich meine mit Vergangenheit. Hier rot. Und hier blau. In der Zukunft kann ich die Portale jetzt doch da hinsetzen. Und in der Vergangenheit... Oh mein, was? Outstanding. Vergesst es. Now that you know, all the auf keinen Fall. How about shooting some time portals of your own? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob irgendeiner von euch da durchblickt, ja? Du kriegst von mir 50 Münzen für deinen Super Mario Bros. 2 Spielstand. Die sammle ich dir höchstpersönlich. Das wird so schief gehen, das Let's Play, ich sag's euch. Das wird wieder so sein, dass ich die ganze Zeit im Internet am Google bin. Wie komme ich hier durch? Ich habe keine Ahnung. Oh. Wir sind ja noch am Anfang. Was ist das Grüne? Aperture Science Time Portal Activation Force Field. This field will activate and deactivate your ability to shoot time portals. It will not fizzle your portals or destroy cubes. Bitte. Ich kann jetzt auch noch mit dem mittleren Mausrad Zeitportale schießen. Ja, also, wer das nicht kann, ja, der hat Leben nicht verstanden. Jetzt kann ich hier hoch, weil das da oben kaputt ist, ja. Und great. The following chamber will combine all the elements you have learned so far. Wenn ich jetzt... Good luck solving your first test while shooting three different portals. Zeitportale sind in jeder Zeit gleich. Das habe ich schon richtig verstanden, oder? Ist mir, ich habe die Ability wieder. Wir gehen erstmal hier hin. Hier ist sie. Nee, warte. Doch. Alles, was wir in der Vergangenheit machen, hat einen Effekt auf uns in der Zukunft. Gib mir mal einen Kubus. Ja, gut. So. Ich kann jetzt hier hinstellen. Zack. Und vor mir taucht er auf.
Was machst du? Ach, du feuerst mich hier rüber, wenn ich hier den Coup hinleg. Aber das ist doch voll easy. Hä? Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht und den Coup zu weit geschmissen. Come on! Aber das ist wieder ein einfaches Rätsel. Auch wenn ihr ein drittes Portal schießen könnt, ändert es nichts an der Gameplay-Mechanik. Ihr müsst. Also, als allererstes hier ein Portal, da ein Portal, zack, zack. Dann oh, so. Den stellt ihr dahin. In the future nimmt ihr den dann. Stellt ihn dahin. Dann macht ihr so. Dann macht ihr so. Dann macht ihr Bäm. Bitte was? Ich kann nicht mehr Anlauf nehmen. Hä, hey, wieso fliege ich denn? Was ist denn hier mit den Physics los? Doch, das ist machbar. Muss machbar sein. Haben wir das vom Game? Das sieht so weird aus. Weil hier einfach das Portal. Remember that you can only place time portals on surfaces which are in the same condition in both timelines. Ach so, ja klar. Aber ich fliege auch nur so ganz, ganz weird da hoch. Hier, was ist das? Hä? Okay, aber wir sind jetzt hier. Blau. Er weiß. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Wartet mal. Was passiert, wenn ich hier durchgehe? Bitte lösche meine Portale nicht. Ah nee, das aktiviert nur die Fähigkeit, Dings zu schießen. Das bringt mir gar nichts. Also die Zukunft ist hier total unnötig. Sehe ich das richtig? Wait. Nee, bringt mir alles nichts. Warte mal. Ich hab doch die Lösung schon. Nur ich muss irgendwie komisch hüpfen. Tag. Hier schau dich mal an, wie knapp das ist, ja? Da muss es. Das muss so gehen. Hier, und dann fliege ich wieder so ganz weird. Also die Physics in dem Game sind broken. Ja, hier bringt es mir gar nicht. Ja, hier sind die Portale an einer ganz anderen Stelle. Wo habe ich denn hier eins? Da hatte ich eins hier und das andere. Hier oben ist nichts, wo ich setzen kann. Ich. Nee, das hat mir auch nichts gebracht. Da oben sind auch keine Flächen für Zeitportale. Nein. Es muss ja hier rüber gehen, also anders geht es ja nicht. Ich mach's jetzt so. Bin ich hier nicht ein Stück weiter oben? So. Ja doch, aber falsche Richtung halt. Kann es sein, dass das ein bisschen verbuggt ist? Weil ich bin ja eigentlich schon... Oder kann ich da Portale setzen? Aber das wäre natürlich jetzt mies, wenn ich hier einfach... Nee, kann ich nicht. Okay, dann ist das safe bug. Ich probiere es jetzt doch ein bisschen. Weil ihr seht ja, es muss ja funktionieren. Ich kann ja nicht noch ein Stück höher. Wo soll ich denn noch höher? Wenn ich von hier wie... Also ich habe ja schon probiert, hier... Dropdown, zack, mit super Feuer und dann Schuss nach vorne und funktioniert nicht.
Also das ist irgendwie falsch. Das ist der Vergangenheitswürfel. Wie kann ich durch... Also... Nee, das ist die Lösung. Nur das ist so eine... So macht keinen Sinn, warum man das so schief setzen sollte. Da muss es eine Lösung geben. Ne, ich habe gerade überlegt, mir vielleicht mit dem Würfel so eine Treppe hochzubauen, aber dann verschwindet ja der hier. Und den brauche ich ja da oben wieder, weil da muss ich ja ich muss beide Würfel da oben hinbringen. Das heißt, der hier kann mir komplett egal sein. Der muss auch nach da oben. Ich muss hier anders... Resette dich mal. Also ich habe den Würfel zur Verfügung. Ich bin komplett überfordert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich müsste mich eigentlich darüber schießen können. Und dann müssten da innen drin Portalflächen sein, weil sonst komme ich ja nicht mehr hier hin, den hier zu holen. Ich habe jetzt beide in einer Zeit. Ich habe einen Würfel mehr. Das ist ja meistens eine gute Sache. Den kann ich schieben, dann verschwindet der. Wow. Ich stell den jetzt mal hier hin. So. Und jetzt feuere ich mich in der Zukunft. Funktioniert auch nicht. In der Vergangenheit sind die Portale an der genau gleichen Stelle. Warte mal. Hat er das Portal hier? Ich komme hier nicht raus. Doch, ich komme. Ist das ein Bug? Kann es sein, dass das Game irgendwie dann... Was ist, wenn ich mir hier unten ein Zeitportal setze? Dann... Hier, stopp, ich will... Nein! Will ich das Portal... Ey! Ich wurde einfach mitten in der Zukunft aufgehalten. Und dann hier durch. Das Portal verschwindet auch nicht. Okay, wir haben heute eine längere Folge, so wie es aussieht. Ich kann das Zeitportal nicht rein zufällig auf den Boden platzieren. Ich kann mich mit Geschwindigkeit aus der Zukunft feuern. Ist das so viel wie... Wie vielen Ebenen hat das jetzt gerade Sinn gemacht? In gar keiner. Ich muss in die andere Zeit. Und der Würfel muss hier bleiben. Warte mal. Aber ich kann doch... Naja, es muss so funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, habe ich ein Problem. Zack, zack, bam. Das dachte ich mir. Ich kann hier oben nämlich Portale setzen. Hätte ich da keine setzen können, wäre das Game gelaufen. Dann kann ich mir den hier mit hier hochnehmen. Hier hinstellen. Und der gleiche steht dann hier in der Zukunft. Und den kann ich dann hier rüber... Nee, den kann ich dann in die Vergangenheit mitnehmen. Well done. Traveling through a time portal will also transfer your current momentum. Das ist tot. Aber ich hab's... Ich wusste es. Ich musste... Also ich wusste halt nicht, dass ich... Portale, Zeitportale überall setzen kann. Weil dann wäre mir das klar gewesen, dass ich mich mit voller Geschwindigkeit feuern kann. Macht Sinn. So. Und an der Stelle geht's halt einfach nicht weiter. Doch. Hier. Seltsam, dass wir jetzt schon Offroad sind. Hier scheint es weiterzugehen. Aber das erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese zweite viel zu überfordernde Folge gefallen. Wenn ja, zeigt das doch bitte gerne mit einer positiven Bewertung, damit ich das hier alles nicht umsonst mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.